Hallo ihr Lieben, ich lebe noch, falls sich jemand gefragt haben sollte. Der Sonntag war einfach zum Erholen gestern. Ich freue mich schon sehr auf morgen, denn da bin ich in Wiener Neustadt, in einer Schule. Die Kids haben mich eingeladen. Einige Schüler des Bundesgymnasiums 10er Gasse in Wiener Neustadt sind Fans von mir und die haben mich zu sich in die Schule eingeladen. Für mich wird das die erste große Fansache, die nur mich betrifft. Ich freue mich riesig, bin aber auch schon etwas nervös. Sollte das noch einer der Schüler sehen, dann Handy aufladen nicht vergessen. Morgen müsst ihr viele Fotos machen. Gute Nacht und Baba. Einen wunderschönen guten Morgen, Snapchat. Ich bin am Weg zum BG10 in der Neustadt. See you. Oh mein Gott! Ja. Wie hast du das? Signationskarten, ey! Scheiße, ich bin total. Fuck! Autogrammkarten. Das ist eine Autogrammkarte. Und wir haben alle eine. Schaut jetzt das an. Ja. Mein Assi ist gerade geschimpft worden, weil er am Bahnsteig raucht. In der Nichtraucherzone. Geschimpft haben wir nicht. Heute ist wieder EM-Spiel oder Österreich-Spiel. Aber so wie ich mich auskenne und das lese, wird das nichts. Kleiner Pro-Tipp für heiße Tage. Hebt euch alles auf, was ihr zur Post bringen müsst. Und geht am heißesten Tag zur Post. Hier ist kühl. Das war ein Jahr Tego 5 Party. Ich muss gestehen, ich war positiv überrascht. Ich hatte sehr viele schöne Gespräche. Guten Morgen zum Thema Brexit. Ah, Mocker der Mitbewohner! Zum Thema Brexit gibt's nur eins zu sagen. Die sind alle schwerst behindert. Hallo meine Lieben, ich wünsche euch einen schönen Achtelfinaltag. Heute beginnt wieder Fußball und ich habe mir gedacht, ich check mal Public Viewings aus. Ich schaue mir 5 Public Viewings Spots in Wien an und schaue, wie barrierefrei sie sind. Dazu wird es ein Video auf Marbacher TV geben. Die nächste Public Viewing Area ist Strandbar Hermann. Wir haben hier alles abgedeckt. Ich weiß nicht. Wir haben rund um die Bar und um die Area so Schutzwände aufgestellt. Und ich weiß nicht warum, weil was dahinter passiert, sieht sowieso jeder. Die Strandbar Hermann ist, solange man auf dem Holzwegen bleibt, durchaus barrierefrei. Die Toilette ist da und man kommt einzig die Rampe in die Toilette rein, die im Pavillon drinnen ist, ist etwas steil, da braucht man vielleicht Hilfe. Aber das Klo dafür ist. Nächstes der Public Viewing Spot, Summer Stage. Also die Summer Stage ist wirklich ein Witz. Man kommt zwar rauf, es gibt kleine Rampen auf die Bar Area, aber es gibt keine barrierefreie Toilette. Die Bar hier besteht aus mehreren Betreibern und der letzte hat auf der Rampe, wo man im Rolli runterfahren kann,
einen Vierertisch aufgebaut. Total Gedanken. Fanzone im Wuck. Das Wuck ist sehr, sehr fein, barrierefrei. Es ist nicht so schickimicki und es hat drei Toiletten. Barrierefrei. Jetzt sind wir in der Arena an der Public Viewing Area am Rathausplatz. Grundsätzlich barrierefrei. Einzig am Eingang gibt es immer diese Gitter und da haben sie keinen Eingang, der rollgerecht ist. Das heißt, sie müssen den ganzen Eingangsbereich umbauen. Aber es gibt Toiletten, die zum Rathauspark gehören, die absolut barrierefrei sind. Nur, es sind wirklich sau viel. Ich bin gerade im Spar Pronto auf der Landstraße shoppen und die Schlange zur Kasse macht gerade die zweite Länge vom Lokal. Also mit anderen Worten, da stehen schon mehr Menschen an, als überhaupt in der Länge des ganzen Lokals Platz haben. Irre.